gehen, brauche ich keinen Stock. Ja. Mensch, es ist hier eine tolle Kulisse. Ich freue mich sehr über die Einladung. Großartig. Also beim Grundeinkommen bin ich sehr schnell auf die Frage gekommen, ist es laut genug? Okay. Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir mit einem gesellschaftlichen oder wollen wir uns mit einem bedingungslosen Grundeinkommen allen eine gesellschaftliche Basis geben, auf der jeder von uns sein Leben eigenverantwortlich gestalten kann? Wollen wir das? Das ist die Frage, die mich umtreibt. Wollen wir das, was jeder zum Leben sowieso braucht, die ersten 1500 Euro, wollen wir uns die einfach und bedingungslos gegenseitig gewähren? Wollen wir das? Das ist die Diskussion, in der ich mich befinde. Ich bin 2006 auf den Kulturimpuls bedingungsloses Grundeinkommen gestoßen. Ich arbeite als Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern, strukturschwache Gegend, unsicher mit den Arbeitsplätzen, und dann sollte die Steuer geändert werden für Tagesmütter und es hieß, meine Arbeitsbedingungen werden noch schlechter. Das war mein demokratisches Erwachen als Bürgerin. Ich habe gedacht, hey, also das kann ich jetzt nicht mehr schlucken, dann platze ich. Ich muss was tun. Und nach längerem Suchen bin ich auf die Idee gekommen, ich stelle eine Petition. Ich stelle eine Petition in Sachen Tagesmutterbesteuerung. Und als ich dann so schrieb für meine Tagesmutter, für mein spezielles Tagesmutterthema, dann dachte ich, Mensch, die wesentlich bessere Idee, die uns allen den Stress nimmt. Wie kann ich mein Leben bestreiten? Was mache ich, wenn ich arbeitslos wäre? In meinem Fall, was mache ich, wenn mal weniger Kinder kommen zu mir als Tagesmutter? Wäre es nicht wesentlich besser, ich schreibe die Petition gleich für das bedingungslose Grundeinkommen? Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich war noch so ein bisschen unsicher. Wie gesagt, ich habe mich politisch noch nicht engagiert bis dahin und dachte, darf ich einfach als Bürgerin so sagen, was ich will? Darf ich einfach direkt am Bundestag Bescheid sagen, hey, mach das mal? Und ich war etwas unsicher und dachte, okay, es ist aber ein Recht, eine Petition zu stellen und ich tue das. Und ich habe auf Senden gedrückt und das Ding war in der Welt. Es hat sich unglaublich im Netz rumgesprochen. Es haben so viele Leute unterschrieben, dass der Server des Deutschen Bundestages ob des Ansturmes zusammenbrach. Es ging 2 Tage nichts mehr. Wir Bürger haben uns gegenseitig gespürt. Wir sind viele, wir wollen was. Und ich habe gemerkt, auf so viel Demokratie ist unser Bundestag gar nicht eingestellt. Damit haben die gar nicht gerechnet, dass wir alle so interessiert sind, dass wir uns einbringen wollen. Das hat das System schlicht nicht ausgehalten. Ich musste dann 4 Jahre warten. 2010 gab es eine Anhörung. Ich war total erstaunt. Ich habe 10 Minuten eine Rede halten dürfen und dann haben mir die Abgeordneten Fragen zum Grundeinkommen gestellt und diese Fragen waren auf einem Niveau, also das war mehr als bescheiden, das waren Fragen, die ich auf jeder Bürgerversammlung höre von Leuten, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Das waren Fragen, wie arbeitet da noch einer? Das waren also die Basisfragen und ich habe mir da echt mehr erwartet von Abgeordneten, die ein Büro und einen wissenschaftlichen Dienst im Rücken haben. Das war sehr mager. Dann hat es wieder 2 Jahre gedauert und vor kurzem, vor 4 Wochen ungefähr, kam eine Abschlusserklärung. Die CDU, CSU, FDP und SPD haben beschlossen, diese Petition abzuschließen. Eine Petition, die für über 50.000 Leute unterschrieben haben, ohne weitere Diskussion einfach ad acta zu legen. Und die haben mir eine Begründung geschickt. Die ist so unterirdisch, dass ich sie einfach zurückgeschickt habe. Ich habe draufgeschrieben, wegen gravierender Mängel nehme ich das Ding einfach nicht an. Ja? Das war meine letzte Aktion zum Bundestag. Und ich habe einfach als Bürgerin gemerkt, die Abgeordneten sind überhaupt nicht daran interessiert, an diesen neuen Impulsen, die wir in die Gesellschaft bringen wollen. Das wird eher als störend, als lästig, als hinderlich empfunden. Und darum bin ich so froh, dass es die Piraten gibt. Dass wir wichtige Themen in den Bundestag tragen wollen. Und dass wir die Demokratie erneuern wollen. In der Schweiz zum Beispiel, wo es auch eine andere Demokratie gibt, stimmen die Bürgerinnen und Bürger demnächst über das bedingungslose Grundeinkommen ab.
Die konnten eine Volksinitiative initiieren, in aller Ruhe, weil das Recht haben die Schweizer Bürgerinnen und Bürger, und werden demnächst über ein BGE in Höhe von 2000 Euro abstimmen. Also 2500 Schweizer Franken für jeden Bürger. Ich glaube, für Kinder die Hälfte. Also so eine Demokratie brauchen wir auch. Und darum bin ich so heilfroh, dass wir auch die Punkte Volksabstimmung in unserem Programm haben. Dass wir nicht länger als Bittsteller vor unserem Parlament stehen, wir Bürger, die wir doch der Souverän sind. Dass wir dann nicht sagen, mach doch mal bitte, mach doch mal bitte. Und dann passiert jahrelang überhaupt nichts. Sondern wir müssen uns unbedingt Werkzeuge schaffen. Werkzeuge der Bürgerbeteiligung, Werkzeuge der, direkten Demokratie, sodass wir mitentscheiden können hier. Wir haben Ideen, wir Piraten. Wir haben Lösungen. Wir diskutieren neue Beteiligungsmöglichkeiten. Also wir wollen unsere Demokratie fit machen für das Informationszeitalter. Wir müssen in die Parlamente. Und ich bin... Wenn es die Piraten nicht gäbe, man müsste sie erfinden, weil ehrlich gesagt, nochmal 4 Jahre so langweilig, wie das bis jetzt läuft, so eine verschlafene und verschnarchte Politik, das halte ich nicht auf. Und ich habe ja nun in meiner Auseinandersetzung lange diesen müden Bundestag erlebt, und ich finde sehr bezeichnend, wie bei uns die Politik abläuft, ist zum Beispiel, dass politische Änderungen, politische Bewegungen manchmal nicht aus Nachdenken passiert oder aus Impulsen aus der Bevölkerung, sondern dass, wie man das bei Fukushima gesehen hat, es muss erst ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen, damit eine vernünftige Atompolitik gemacht wird. Soll uns jetzt hier die ganze Gesellschaft um die Ohren fliegen? Soll uns die Sozialpolitik um die Ohren fliegen? Oder diskutieren wir, engagieren wir uns und tragen wir das Thema Grundeinkommen in den Bundestag, um es zu diskutieren, zusammen zu diskutieren und zusammen eine gute Lösung für unser Zusammenleben zu suchen. Das ist höchste Zeit. Ändern wir die Parlamente. Tragen wir das bedingungslose Grundeinkommen in den Bundestag. Weil ich denke, die Situation spitzt sich immer mehr zu. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Mecklenburg-Vorpommern, die Arbeitslosigkeit ist hoch, Hartz IV setzt Grundgesetze außer Kraft, es verletzt die Würde des Menschen, es ist nicht mehr akzeptabel, es verletzt das Grundrecht auf freie Berufswahl, auf freie Wahl des Aufenthaltsortes und ich glaube noch etliche andere. Das kann ich nicht länger hinnehmen und ich will es auch gar nicht hinnehmen. Gesellschaft ist was, was wir selbst gestalten können. Und ich finde, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben uns organisiert. Mit viel Mühe haben wir eine Partei gegründet. Und wir können jetzt unsere verschiedenen Themen mit aller Kraft in den Bundestag tragen. Und da freue ich mich drauf. Hallo Bundestag, die Schnarchzeit ist vorbei. Das Kennen hat ein Ende. Wir kommen und wir mischen den Bundestag auf. Los geht's. Ich freue mich.